Bleib doch noch ein bisschen. Tut mir leid, aber ich muss jetzt los. Ich mach uns Kaffee. Okay, ich spring unter die Dusche, zieh mich an und dann bin ich weg. Und damit heiße ich euch willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Fahrenheit. Ja, wir spielen jetzt Tyler und wir wollten ja eigentlich nur duschen gehen. Wir gucken uns aber nochmal im Spiegel an, weil wir sehen so toll aus. Hey, du siehst ja gar nicht mal so übel aus. Beste Motivation ever. Hey, du siehst ja gar nicht mal so übel aus. Das ist Sox, eine der Figuren aus meinem Lieblingsvideospiel. So. Okay, ein Dings können wir uns auch hinsetzen. Wie geht's da lang? Ach, in die Wohnung selber. Nehmen wir an, das andere war der Kleiderschrank, oder? Es ist so immer die Sache, will ich mich umsehen, will ich mich nicht umsehen? Wow. Wo ist denn das Bad? Oh, warte mal, hier kannst du Musik anmachen. Mach Musik an. So, Kaffee haben wir nicht zum Trinken, ne? Wir gehen jetzt einfach raus. Nee, Kaffee haben wir echt nichts. Aber schön, dass die Perspektive gewechselt hat. Okay, hier ist kein Bad. Und doch im Schlafzimmer. Das ist auf jeden Fall unsere Freundin. Ach, da ist eine Tür. Oh, ich dachte, es wäre eine Kleiderschranktür. Oh, ich bin so blöd. Ich bin noch ein bisschen doof. So, gehen wir erstmal duschen. Wie sich das gehört. Warum war die Musik so, ich sag mal, speziell? Oh, das erinnert mich jetzt was an die Toilette. Oh, da war was zum Sammeln, okay. Und zwar am Tatort hätten wir doch auch mit Teil auf die Toilette gehen können, ne? Ich hätte das mal machen sollen. Dann käme nämlich so ein Spruch wie, das ist eine Toilette, aber das hier ist ein Tatort. Das habe ich nämlich letztens gelesen. So ein paar Game-Zitate. Und da war Fahrenheit auch mit dabei. Und als das war, da dachte ich mir auch so, okay, ich hätte da mal auf die Toilette gehen sollen. Warum auch nicht, ne? Gucken wir uns doch mal im Spiel an. Das erhöht leider nicht nochmal, schade. Ach, ja. Warum habe ich gedacht, die Tür wäre... egal, ich weiß es nicht. Ich muss das auch nicht verstehen, warum ich gedacht habe, dass das eine Dings wäre, ne? Ich dachte, die wollte Kaffee machen. Und sehen wir nicht schick aus mit unserem tollen Pullover? Ist das ein Pullover? Ach, die hat wirklich Kaffee gemacht. Oh, yay. Kaffee. Oh. Jetzt da, genau. Leg dich wieder hin, Sam. Du holst dir sonst bei der Kälte noch den Tod. Ich friere nicht. Oh Mensch, Sam, fang nicht wieder an. Ich hab nicht vor, heute den Löffel abzugeben. Das macht mich allmählich wahnsinnig. Ich sterbe jeden Tag vor Angst, dass dir etwas zustoßen könnte. Wir machen mal zärtlich. Ich verstehe dich ja, Sam. Du brauchst eben Zeit, mehr nicht. Es tut mir weh, dich so zu sehen. Das weißt du doch, Baby. Und wenn du kündigst? Wir könnten den Laden meiner Eltern in Florida übernehmen, ein normales Leben führen und ein Baby bekommen. Den Laden deiner Eltern führen? Ich soll hinter einer Ladentheke stehen und Schuhe verkaufen, während sich draußen auf der Straße Kinder gegenseitig abmurksen? Mein Platz ist hier, wo ich was Sinnvolles tun kann, nicht in Florida. Jesus, weil ich die ersten zwei Sachen, die ich gesehen habe, aggressiv und was war das andere, waren auch nicht so optimale Lösungen für mich. Und dann habe ich einfach,
ja, entschieden, aber ich hätte nicht gedacht, dass er da so aggressiv drauf reagiert. Jetzt würde ich nicht einfach so gehen. Ist doch blöd. Trink nochmal. Vor allem so schön aufgebaut und einfach mal minus 20 Punkte. Mann, jetzt gib mir doch wenigstens einen Abschiedskuss. Komm. Oh, tatsächlich, es geht. Ich liebe dich. Warum sagt er nichts dazu? Oder hätte ich nochmal zu ihr zurückgehen können? So, okay. Wir sind endlich da. Mit leichter Verspätung. Aber wir sind da. Können wir mit dir reden? Hi, Tyler. Oh, Carla sucht dich. Ja, ich weiß. Und? Rückt die Pensionierung näher? Ja, Gott sei Dank. Wo bin ich eigentlich nochmal lang gegangen? Ach so, oben. Oh Gott, das ist echt schlimm gerade mit mir. So, nee, wir gehen mal durch die andere Tür. Einfach so aus Prinzip. Die Musik ist so schön funky. Genau, das richtige Teil da. So, wir trinken noch einen Kaffee. Wir müssen uns nochmal ein bisschen besser hier Pluspunkte machen. Und Kaffee geht halt immer, ne? Bei mir wäre es zwar Tee, der immer geht, aber egal. Jetzt sind wir immerhin nur noch angespannt, ne? Hi Tyler, alles klar? Naja, alles gut. Ach, nee. Diese Steuerung, die ist wieder gut. Ich weiß nicht, warum ich damit meine Probleme habe. Okay, mit dem will er gar nicht reden. Okay, ich dachte mir, ich könnte das so ein bisschen... Achso. Hey, Tyler! Welch ein Zufall! Ich hab dich schon überall gesucht! Oh, Mist. Erinnerst du dich, dass ich dir vor einem halben Jahr 100 Piepen geliehen habe? Ich wäre dir dankbar, wenn ich sie möglichst bald zurückkriegen könnte. Zum Beispiel jetzt sofort. Jeffrey, du wirst doch wohl nicht wegen 100 lausigen Dollar unsere Freundschaft aufs Spiel setzen. Du wirst doch wohl nicht. Und ob? Rück die Knete raus, bevor ich gleich die Geduld verliere. Ich schlag dir was vor. Wir spielen eine Partie Basketball um deine 100 Dollar. Gewinnst du, gebe ich dir auf der Stelle 200 Dollar. Aber wenn ich gewinne, sind wir quitt. Wenn ich gewinne, kriege ich 200 Dollar? Ich gebe dir mein Wort. Abgemacht. Aber lass dir nicht im Traum einfallen, nicht zu zahlen, wenn du verlierst. Kapiert? Keine Sorge, Jeffrey. Sobald ich Zeit für eine kleine Pause habe, komme ich zu dir. Oh Gott. Das wird mir auch ein. Ich wollte eigentlich das Tutorial spielen wegen diesen, wo der Polizist aufgetaucht war bei Lukas' Wohnung da. Dann kam aber so, ja, dann wird ja mich irgendwie jetziger Spielstand überspeichert. Ich dachte mir, scheiße. Nein. Also muss ich das irgendwie mal zwischen zwei Folgen machen. Dass ich da den eigentlichen Speicherstand halt raushole, mir anderswo also absichere und dann mal das Tutorial spiele in der Hoffnung, dass ich da diese Erklärung kriege für diese Tasten. Ich nehme ja an, dass es die Buchstabentasten sind. Weil ich habe halt den Xbox One Controller. Da sind halt die Farben auch so, ne? Ich weiß halt nicht, ob die Farben anders wären, wenn man mit einem anderen Controller spielen würde. Aber das sind halt auch Farben, ne? Also, ich weiß es noch nicht, ne? Ich dachte auch, ich müsste dann irgendwas nachfolgen und dann anfangen und so, aber irgendwie war da nichts. War die Bedienung noch nicht da? Sie kommt gleich. Garrett hat die Ergebnisse. Kommst du mit? Ich häng nur die Jacke auf und komm dann. Okay, bis gleich. Joho, nur die Jacke aufhängen. Ich hoffe, dass das Basketballspiel nicht so was Farbenkombomäßiges sein wird. Aber ich weiß auch, dass dieses Dings, diese Farbenkombo nicht das letzte sein wird, was man hat. Wir können ein bisschen üben. Oh, doch nicht. Oder? Der legt den hin.
Aber immerhin, ne? Es hat uns Pluspunkte gegeben. Das ist doch mal etwas. Wir werden uns auch nochmal gleich an unseren Schreibtisch setzen. Wir wollten zwar nur die Jacke aufhängen, aber ist egal. Oh, oh. Nach dem Kaffee ein Schlückchen Wasser. Ich glaube, dieses Spiel, das verleitet einfach so sehr, dass man alles Mögliche sich hier anguckt und ausprobiert. So, dann gucken wir erstmal am PC. E-Mails checken. Penis entladen. Ja, dem braucht er Virus. Tyler, es tut mir so leid, dass wir uns heute Morgen gestritten haben. Ich habe einfach Angst, dass dir etwas zustoßen könnte. Ich liebe dich, Sam. Kann man antworten? Nee, ne? Antworten kann man leider nicht. Schade. Ja, lebenslänglich für 200 Peer-to-Peer-Piraten. Kältewelle fordert neue Opfer. China besorgt über die Situation in Pakistan. Und Datenbank, ja, wir haben ja nichts, wonach wir suchen könnten. Von daher... Bis jetzt nichts Neues. Aber ich hätte gerne auf Sams E-Mail geantwortet, ehrlich gesagt. Jo, dann gehen wir mal. Carla ist... Es ist schwierig zu laufen. Und? Womit willst du anfangen? Machen wir mit dem Kaffeetasse. Hat die Kaffeetasse was ergeben? Da waren nur die Fingerabdrücke der Bedienung drauf. Kann nicht sein, Mann. Die Tasse war halb leer. Da hat einer draus getrunken. Blut? Was ist mit der Blutlache in der Kabine? Du wirst es mir nicht glauben. Das Blut war nicht vom Opfer, sondern vom Täter. Wieso saß der blutend in der Kabine? Das ist mir auch ein Rätsel. Das Buch? Waren auf dem Buch unter dem Tisch irgendwelche Abdrücke? Ja, und die stimmen mit denen von Gabel und Glas überein. Es war also definitiv sein Buch. Und das sah ganz schön alt aus. Vielleicht ist darüber noch irgendwas rauszufinden. Messer? Was hat das Messer ergeben? Jede Menge Fingerabdrücke, die mit denen an Gabel und Glas vom Tisch des Verdächtigen übereinstimmen. Hm, der Mörder saß also definitiv an diesem Tisch. Und die Klinge? Die hat's in sich. Da ist definitiv Blut des Opfers dran. Aber das Komische ist, dass auch Blut vom Mörder dran ist. Hast du die Liste der Anrufe bekommen, die vom Restaurant ausgemacht wurden? Ja. In den 4 Stunden vor dem Mord wurden circa 12 Gespräche geführt. Ich schick dir die Liste per Mail. Und? Was haltet ihr von all dem? Ich kann mir die Blutspuren in der Toilettenkabine nicht erklären. Das Opfer hätte den Täter in einem Gerangel verwunden können. Aber wieso hätte das in der Kabine sein sollen? Man könnte meinen, der Täter habe sich selbst verwundet. Wieso nicht? Jedes Metier hat so seine Schusselköppe. Mörder wohl auch. Die Erklärung erscheint mir etwas dürftig. Jedem das Seine, Carla. Ich arbeite im Labor und du suchst nach Erklärung. Danke für deine Hilfe. Bis später. Und, was machen wir jetzt? Du kümmerst dich um das Phantombild. Ich frage in der Gerichtsmedizin nach, ob die Autopsie irgendwas ergeben hat. Okay, bis nachher. Als Markus und ich klein waren, waren wir unzertrennlich. Er war es, der sich nach dem Tod unserer Eltern um mich kümmerte. Als er dann Priester wurde, trennten sich unsere Wege. Aber er ist noch immer der Einzige, dem ich vertrauen kann. Der Einzige, der mir glauben könnte, dass ich mit all dem nichts zu tun habe. Oh, ich mag einfach diese Videosequenzen, diese Perspektiven. Und ich frage mich, hätten wir mit Lukas ein Telefonat führen können? Oh, das sind so Sachen, ich will es nochmal spielen. Schön, dich zu sehen. Du fehlst mir. Lang ist's her. 2 Jahre. Also, was ist passiert, Lukas? Ich habe jemand getötet, Markus. Gestern Abend in einem Restaurant. Es war, als sei ich besessen, in einer Art Trance, als sei ich bloß eine Marionette. Ich sah, was ich tat, aber ich konnte nichts dagegen tun. Oh Gott. Das glaube ich nicht, Lukas. Das kann nicht wahr sein. Du wärst zu so etwas gar nicht fähig. Und schau her, hier. Warst du das? Vor dem Mord ritzte ich mir mit einem Messer diese Symbole in die Arme. Ich weiß nicht, was sie bedeuten. Dieser Mord.
Was ist denn genau passiert? Gestern Abend ging ich nach der Arbeit noch in ein kleines Restaurant, um etwas zu essen. Ich saß an meinem Tisch und las ein Buch. Ab da habe ich ein totales Blackout. Ich erinnere mich an gar nichts, bis ich mich auf einmal in der Toilette wiederfand mit einem Messer in der Hand. Es war schrecklich. Gab es Zeugen? Hat dich jemand gesehen? Vermutlich. Ich verließ das Restaurant so schnell ich konnte. Die Polizei hat mich anscheinend noch nicht identifiziert. Aber sie dürfte wohl bald meine Fährte aufnehmen. Du sprachst von einer Art Trance. Was meinst du denn damit? Etwa Magie? Hexerei oder sowas? Markus, ich meine gar nichts. Ich erzähle dir nur, was geschehen ist. Ich weiß nur eins ganz genau. Ich bin in Wahrheit nicht derjenige, der den Mann getötet hat. Während dieser schrecklichen Tat sah ich etwas oder eher jemanden. War jemand bei dir? Nein, es war wie eine Art Vision. Ich sah einen Mann umgeben von Hunderten von Kerzen und dann dieses Mädchen. Du sahst ein Mädchen? Sie war allein, verloren. Sie bat mich um Hilfe. Was ist mit mir los, Markus? Was soll ich denn jetzt bloß tun? Du kennst mich am besten, Markus. Hilf mir. Nun, Lukas. Ich weiß nicht recht weiter. Die ganze Geschichte ist so verrückt. Vielleicht solltest du... Du solltest vielleicht alles der Polizei erklären, Lukas. Stell dich lieber, bevor sie dich finden. Du glaubst doch nicht im Ernst, die Polizei nimmt mir das ab. Die stecken mich für den Rest meiner Tage ins Gefängnis und ich werde nie erfahren, was wirklich geschehen ist. Ich bin Priester, Lukas. Es ist ein schweres Vergehen, jemandem das Leben genommen zu haben. Aber ich war es doch nicht, Markus. Nach all den Jahren hat sich nichts geändert. Du hörst mir nie zu. Lukas, verlange nicht von mir, zwischen meinem Glauben und meinem Bruder zu wählen. Ich bin kein Mörder, Markus. Du bist der Einzige, dem ich vertraue. Ich will nur, dass du mir glaubst. In Ordnung. Ich werde sehen, was ich für dich tun kann. Aber ich werde nicht gegen meinen Glauben handeln. Ich muss erst Antworten finden. Ich rufe dich an. Hier. Du brauchst es wohl nötiger. Markus, du weißt, dass ich nicht daran glaube. Danke. Dieser Junge wird auf dem Eis ausrutschen. Das muss ich verhindern. Der Polizist vom Restaurant. Wenn ich nichts tue, stirbt das Kind. Aber wenn ich etwas tue, erkennt mich der Polizist. Was mache ich bloß? Ganz einfach Kind retten. Natürlich. Scheiß auf den Polizisten. Es geht hier um ein Menschenleben, hallo? Und es ist nicht beruhigend, dass wir ein Leben plus dazugekriegt haben. Da ist er. Er ist bewusstlos. Das heißt, wir können nämlich auch Leben verlieren. Schnell. Ich muss auftauchen, bevor mir die Luft ausgeht. Boah, ist das anstrengend. Mit den Hin und Her. Oh, das hätte ich gar nicht gedacht, dass es so anstrengend ist. Naja, wenigstens besser das. Das weiß ich, wie das funktioniert, als das andere Farbenzeug, ne? Und weiter. Noch 4 raus. Achso, ich sollte mich runterknien, ne? Ich wäre sonst abgehauen. Weil es sind ja genügend Leute da, ne? 1, 2, 3. Oh, jetzt drücken. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja, ich sollte erstmal abwarten, bis er gezählt hat, ne? 1, 2, 3.
Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Patrouille 324. Ein Kind ist ins Wasser gefallen. Schicken Sie den Notarzt. Mann, tät nicht jeder. Das Kind wäre sonst tot. Das ist ein Held. Er sprang ohne zu zögern ins eiskalte Wasser. Ohne ihn wäre das Kind da nicht mehr lebend rausgekommen. Der Polizist hatte mich erkannt. Das war sicher. Warum er mich wohl nicht festnahm? Vielleicht meinte er, wir wären quitt. Ich hatte ein Leben genommen und eins gerettet. Trotzdem wurde ich natürlich weiterhin von der Polizei gesucht. Aber als ich den Park verließ, wusste ich, dass ich mich nun wieder im Spiegel ansehen konnte, ohne mich vor mir selbst zu ekeln.